Genau. Ich habe noch ein schönes Gimmick. Und zwar, ich habe hier eine Hupe. Hier. Eine Hupe? Ich glaube, ich bin der einzige Flieger mit einer Hupe. Ja. Das ist das Geilste, finde ich. Warum? Ja, ich im Landeanflug so leise. Ich habe schon Hunde auf der Landebahn gehabt. Und da habe ich die Leute darauf aufmerksam gemacht mit meiner Hupe. Jetzt kommt da einer. Ah, der Motor macht keinen Krach, gell? Das ist das super leise. Deshalb habe ich die Hupe installiert, eine Fahrradhupe. Macht einfach Spaß. Aha! So, jetzt Bernd. Genau. Du hast ein interessantes Flugzeug dabei. Um was handelt es sich hier? Es handelt sich um einen Rebel, einen 120 Kilogramm Flieger, ein Dreiachser. Das ist die leichteste Klasse, die es gibt. Leergewicht 120 Kilo, maximales Abfluggewicht mit einem Piloten 250 Kilo. Ein Schmiedel befreit als Besonderheit. Man braucht keine offizielle Jahresnachprüfung. Macht man natürlich ganz selber. Ich bezahle lediglich 60 Euro Versicherung beim DULF im Jahr. Wir haben einen ganz niedrigen Spritverbrauch, so zwischen 5 und 6 Liter, je nach Flugreise. Wer um des Fliegens willen in die Luft geht, wir haben einen Dreiachser, wo auch gerne ein bisschen mal auch weiter wegfliegen will, ist mit diesem Flugzeug, denke ich, sehr, sehr gut. Was gefällt dir an dem Rebel besonders gut? Oder was könntest du sagen, was ist vielleicht ein bisschen schwieriger oder was könnte man vielleicht sogar als Nachteil? Also wirklich mal so vom Handling in der Luft und am Boden. Der größte Vorteil ist, dass es ein einfacher Flieger ist. Ja. Ein einfacher Flieger, der unheimlich gutmütig ist, der unheimlich sicher in der Luft ist, der große Ruder hat und das macht diesen Flieger für mich als Hobbypilot unheimlich sicher. Dieser Flieger ist natürlich bedingt durch seine großen Flächen, bedingt durch seine durch seine Leichtigkeit natürlich toll in der Thermik zu fliegen. Wer das gerne möchte, wer sich daran gewöhnen kann, und er ist natürlich auch empfindlich, vor allen Dingen bei starkem Gegenwind, dann ist man natürlich sehr langsam unterwegs. Vom Handling am Boden gibt es da irgendwie, weil es ist ja ein Spornradflieger, manche Piloten haben da ein bisschen Respekt vor oder sowas. Also ich bin früher auch nur Buckrad geflogen, aber mit dem Flieger, die Umstellung ist ganz einfach. Also ich habe es als ganz einfach empfunden und wie gesagt, mit diesen großen Rudern kann man den ganz gut in der Spur halten, ganz gut auch in Linie halten. So dieser berühmt-berüchtigte Ringelpiez ist eigentlich für einen Rebell ein Fremdwort. Aber man muss sich beim Landen natürlich entsprechend konzentrieren und vielleicht noch ein Tipp aus der Praxis, nie zu langsam landen. Durch diese, durch die Profile, durch den Widerstand kommt man sehr schnell zum Stehen, was man vorhin vielleicht auch gesehen hat. Man braucht hier nur einen Bruchteil eigentlich von einer kleinen Landebahn, um zum Stehen zu kommen. Das ist schon mal schön. Genau. Du hast den Flieger ja nicht hangariert, sondern das ist auch einer der großen Vorteile, du kannst den auseinanderbauen. Genau. Sehe ich das? Also, und das geht alleine, wenn man das richtig macht. Genau. Ich habe das schon über 300 Mal selber gemacht. Ich habe ihn auf meinem Anhänger stehen und das war für mich auch natürlich ein großes Plus von diesem Rebel, dass ich selber ihn auf- und abbauen kann. Ich brauche keine zweite Person dafür und zum Aufrüsten, wenn ich alleine konzentriert das mache, brauche ich 20 Minuten zum Aufrüsten. Das heißt, abstellen hier am Flugplatz und dann aufbauen, die Flügel montieren, die Ruder montieren entsprechend, so wie ich mir das durchdacht habe. In 20 Minuten ist der Abflug bereit.
nach der Landung muss man sich dann putzen, da brauche ich dann ein bisschen länger. Aber 30, 35 Minuten ist der dann auch wieder auf dem Hänger und ich kann wieder heimfahren. Der Motor selber, manche verschreien den so ein bisschen, weil es halt ein Industriemotor ist und kein richtig echter Flugmotor. Genau. Aber bislang gab es da bei dir nichts. Der ist relativ leise unterwegs, das genau, haben wir schon gehört. Er ist leise, er ist unheimlich robust, millionenfach gebaut. Und also deshalb, es ist ein sehr solider Industriemotor, einen niedrigen Verbrauch, Ölverbrauch auch nur 1,2 Liter macht man Ölwechsel, kostet fast kein Geld. Also das ist etwas, und ob Winter bei 0 Grad oder bei 30 Grad, ist eigentlich ganz problemlos zu handeln. Und auch, man kann geschickt vorne reingucken, man kann auch geschickt die Zündkerze überprüfen oder auch den Ölstand. Das sieht man hier schon rausgucken, den Ölstab. Den kann man hier ganz bequem rausziehen, wer das möchte. Man kann dann schön gucken, also man muss da kein Kauling runterschrauben, sondern man kann das alles im Prinzip von vorne reinschauen. Man kann die Zündkerzenstecker mit der Hand überprüfen. Das ist einfach eine klasse Sache. Ja. Ganz kurz noch, die Klasse selber, du hast vorhin schon mal schön angesprochen, die 120 Kilo Klasse unterscheidet sich ja in einigen Punkten von den Mike und von den Echo Fliegern. Kannst du das geschwind umreißen, wenn einer noch keinen Plan hat, was ein 120 Kilo Flieger ist? Das Wesentliche, also die Prüfvoraussetzungen zwischen normalen Ultraleicht, wo ja jetzt früher 472,5 maximale Abfluggewicht hatte, jetzt bis zu 600 Kilo ja haben darf. Die Prüfvoraussetzungen sind mittlerweile die gleichen. Also die Belastungstests sind mittlerweile die gleichen, die waren früher unterschiedlich. Wichtig ist, dass dieser Flieger, der muss eine Minimalgeschwindigkeit noch aushalten von 45 km/h. Minimalgeschwindigkeit muss er noch fliegen, deshalb auch diese großen Flächen. Und durfte früher, wo das noch genehmigt, also spezielle Prüfkriterien gab, war eine Flächenbelastung pro Quadratmeter von 25 Kilogramm gefordert. Das ist mittlerweile abgeschafft. Wie gesagt, man hat die Prüfkriterien zwischen der normalen UL-Klasse und 120-Klasse angeglichen. Riesenvorteil, wie gesagt, von diesem Flieger ist, man ist medical befreit, man braucht keine Jahresnachprüfung mehr und damit auch in den Unterhaltskosten natürlich extrem günstig. Ja, also das ist, und der Schein gilt, glaube ich, lebenslang. Lebenslang, das heißt, genau. Wenn man einmal hat. Ganz genau. Man kann lebenslang mit diesem Schein fliegen. Ich sage immer, der Fliegerarzt nimmt mir auch mit 70 gegebenenfalls meine Lizenz nicht weg. Mhm. Der Flieger ist vom Roman Weller in Schwäbisch Hall zusammengebaut. Genau. Und das ist eigentlich auch dann dein Ansprechpartner für die meisten Sachen, nehme ich mal an. Genau so ist es. Und da hast du bislang auch nur Positives, wenn ich es richtig im Kopf habe. Du bist ein sehr umgänglicher Mensch. Ich meine, im Roman kann man gut schirren. ja. Termintreue ist nicht unbedingt seine Stärke, aber schon, was er handwerklich macht und was man zusammen bespricht, das ist einfach eine ganz super Sache. Und wenn mal irgendwo eine Kleinigkeit war oder ist, kann man jederzeit ihn fragen, kann man auf ihn zugehen. Und man kriegt auf jeden Fall eine ganz kompetente Auskunft. Und er ist immer auf Sicherheit basiert, immer auf ein gutes Flugverhalten und nie betriebswirtschaftlich orientiert. Bernd, ich glaube, du willst noch fliegen gehen heute, bevor die Sonne weg ist. Wir haben Demos Ende fast 22 Uhr. Ah ja, das ist noch alles gut. Aber sollten wir dann auch mal wieder rein. Das stimmt. Okay, dann schicke ich dich jetzt auf die Reise. Ich mache immer wieder Lust auf mehr und neue Erfahrungen und das ist einfach eine schöne Sache. Das ist eine schöne Sache. Ich habe das Gefühl, wir werden noch ein bisschen was voneinander hören in Zukunft. Klasse. Und ja, da wünsche ich dir viel Spaß. Ich begleite dich noch ein bisschen gerade bei deinem Start, genau. Dass wir vielleicht auch noch was von dem Sound von dem Flieger mitkriegen. Ja, genau. Der ist ja ganz entspannt. Ja. Und dann wünsche ich dir einen guten Flug. Wo geht's hin? Ach, ich gehe auf den Nachbarflugplatz. Der ist ungefähr 25 Kilometer von hier. Einfach. Und dort, das ist auch eine kurze Bahn, aber da kann man sehr schön landen. Und da werde ich jetzt noch geschwind vorsprechen. Genau. Gut. Dann wünsche ich dir was.
das ist super. Hier Trimrad, ganz toll. Das ist das absolute genau. Schmuckstück. Ja, genau, so dass man diese Trimmung, wenn du dann wirklich unterwegs bist im Reiseflug, kann man das ganz geschickt dann bewegen. Und weißt du, wenn du jetzt hier reinguckst zum Beispiel, du siehst immer die Motoraufhängung hier. Du siehst, ist das alles in Ordnung? Ist da irgendwas verdrückt? Ist da irgendwo ein Riss? Du siehst hier schön hin und siehst, ist irgendwas an diesen Streben? Ist da irgendwas verzogen? Ja, weißt? Ja. Ist da irgendwo ein Crack oder so? Kannst du alles sehen? Oder wenn du dann hier nach hinten guckst, kannst du überall hingucken und siehst, aha, ist da irgendwas kaputt oder irgendwas verzogen, weil es einfach offen und transparent ist, gell? Ja. Und dann hier zum Beispiel das Fenster auch an der Seite, da kannst du rein, du könntest an dieses Scharnier hier hinkommen, ohne dass du irgendwo gleich ein Loch reinschneiden musst. Ja, ja. Gell? Das ist, oder hier mit dem, hier mit der Rettung, Rettungsgerät. Da kannst du, die kannst du aufmachen, das ist gar kein Problem. Wenn du zum Beispiel hergehst, du machst einfach diese Stöpsel hier weg, und das hier machst du weg. Ja, siehst du, dann kann man das einfach hier, Vorsicht. Guck, dann kannst du hier, lang ist da rein. Guck, und dann kannst du hier das aufmachen. Habe jetzt hier eine Sprungfederrettung. Das siehst du jetzt hier. Die kämen jetzt hier raus. Ja, die kämen jetzt hier raus. Das ist eine Feder. Ich mache jetzt noch ein bisschen hoch. Ja. Verstehst du? Die kommen dann, wird dann rausgeworfen. Mit Schwung. Ja. Und dann fliegt das Ding weg. Das ist der Hilfsschirm. Und entfaltet dann praktisch. Und zieht den restlichen, die restliche Rettung raus. Ja, genau. Einmal im Jahr zu packen. Wenn es was Größeres ist. Aber das ist einfach, auch das, sag ich einfach. Aber vollkommen ausreichend für den absoluten Notfall, den es hoffentlich nie gibt. Dann kann ich das machen. Das tue ich dann hier wieder drüber machen, hier zumachen. Und wie viele Piloten haben da richtig Angst und sagen, ah, ich Rettung, Rettung auch machen. Halt, das müssen wir erst das drüber machen. Ich mache das hier wieder zu. Und dann hier und das hier. Und das hier. Siehst du? Das muss ja leicht weggehen. Ja. Deshalb passt alles. So, und jetzt ist das wieder unter Spannung. Genau. Nur dann, wenn ich vorne am Hebel ziehe, dann geht es raus und dann bang und weg. Das macht einfach Spaß. Das ist super easy. So, ja. Einfach wie genial. Und genau das ist das, was wir brauchen. Weißt du, wir brauchen keine komplizierten Flieger. Nee. Wir brauchen Flieger, die einfach aber robust sind. Genau.